Das ist nicht deren Ernst, da oben. Hallo, mein Name ist Luca und herzlich willkommen. Hi. Eine Mutter ruft mich gerade an. Nee, Mama, ich nehme gerade auf. Ich rufe dich gleich zurück. Herzlich willkommen hier heute zu einem neuen Video. Blablabla, bla, bla. Luca ist dumm und vergisst sein Handy auszustellen. Welcome to the Idiot Test. Home to 5 of the Internet's Idiot Testing Games. Wir befinden uns hier heute nämlich auf einer Website, auf der es 5 verschiedene Idiotentests, Leute. Mal ganz kurz. Wenn das Video gerade rauskommt, ist der 1.6. Das heißt, die neuen Produkte gibt es im luca-shop.de. Ich hoffe mal, ich habe dieses Video jetzt irgendwie so gegen 14 Uhr rausgehauen. Deswegen sage ich das nochmal ganz kurz. Leute, im Shop sind heute die neuen Produkte drin. Also diese Basecap, das Camo-Shirt, das Longsleeve, ein bisschen Bettwäsche und noch ein pinkes Shirt. Ich habe da schon viel zu viel Werbung für gemacht. Ihr findet den Link zu meinem Shop unten in der Beschreibung. Checkt das gerne mal aus. In einer Stunde, also um 15 Uhr, launchen die Sachen. Und jetzt fangen wir an mit den Idiotentests. Let's get it started. Wir fangen direkt an mit Idiotentest Nummer 1. Und zwar werde ich so machen, dass wenn ich bei diesem Idiotentest jetzt hier eine Frage falsch beantworte, dass ich direkt weitermachen muss mit Idiotentest Nummer 2. Das heißt, wenn ich sehr klug bin, könnte dieses Video hier sehr, sehr lange gehen. Wenn ich allerdings sehr dumm bin, dann ist das Video relativ schnell vorbei. Und ich glaube, zweiteres ist eher der Fall. Simply click on the square to begin. Das heißt, ich klicke auf square. Press the big red button to continue. Ich klicke den großen Knopf. Press the rectangle to continue. Hier. Press the red button twice, then the green button once. Also rot, rot, grün. Press the blue button 3 times, then the orange button 4 times. Also 1, 2, 3, 1. Was? Was? Muss ich den blauen Knopf 4-mal drücken? Wir machen weiter mit Idiotentest Nummer 2. Welcome to the Idiot Test 2. Click on the number 1 to continue. Das heißt, ich klicke auf die 1. Click on the number 4 to continue. Ich klicke auf die 4. Click on the rectangle to continue. Ich klicke auf das Dingens. Press the button to continue. Ich klicke auf den Button. Press the happy face. Der ist hier. Press one of the sad faces to continue. Also das hier. To continue, press the sad face. Das ist dieses hier. Jetzt soll ich das Bild von dem Hund anklicken. Jetzt soll ich den Kreis anklicken. To continue, press the square twice. Das heißt, 1, 2, what is this? A happy face. 2 plus 2 ist 4. Ich dachte gerade schon, ich hab verkackt. Aber hier steht, you have passed. Boy, that escalated quickly. Click on the square, click the number 1 twice, das heißt 1, 2. To continue, type cat, exactly what it's shown. Also cat, okay, way to go, you have passed the second level. Triangular Prism ist, glaube ich, das hier. Don't click anything steht hier jetzt. Type I like grapes. I like grapes. Punkt. Okay. Yes. Ich fühle mich schon nicht so dumm. Jetzt soll ich die Weintrauben anklicken. The circle to continue. Way to go. Ich bin jetzt schon dumb. To continue, press the biggest X. Das ist das hier. Don't press. Wieder geschafft. Alter, ich bin gar nicht so dumm, wie man denkt. Happy face once, then number 4 twice. Also so, so und nochmal die 4. Press the triangle quick. Press the triangle once, then the rectangle, then the circle. Also 1, 2... Hä? Oh. Hä? 2000 Jahre später. Jetzt verstehe ich das auch. Normalerweise war ich immer darauf getrimmt, dass wenn ich auf irgendwas draufklicke, sich die Teile verändern. Aber ich hätte diesmal dann wirklich auf das nächste Objekt klicken müssen. Also fuck! Wir machen weiter mit dem dritten Test. Wenn euch das Video hier, by the way, gefällt, dann würde ich mich sehr über ein Like freuen. Weil ein Like zeigt mir, dass ich vielleicht doch nicht so dumm bin, wie ich denke. Als erstes müssen wir den gelben Button drücken, jetzt den roten, jetzt den blauen, jetzt den grünen, nochmal, jetzt den blauen nochmal. Congratulations, ich habe das erste Level schon geschafft. Jetzt das Square, Square again, Circle, Square, quick, don't press the triangle, press the number 4, press the Square, then Triangle, Square, Triangle, jetzt die 4. Das ist der größte grüne Kreis, das ist Red Shape, you beat the third level. Your new rank is almost average. Press the blue button. Der ist hier. Orange, gelb, blau. Press the green button once. Yellow. Ich dachte, das bleibt da stehen. Ich weiß auch, dass da stand Yellow Button twice. Ich dann irgendwas mit...
Fuck this shit. Wir machen weiter mit Idiot Test Number 4. Press the green button to continue. Jetzt yellow und dann blau. Orange button twice, then the red button. Orange, orange, red. Press the blue button, then the orange button. Blue, orange. Die sind schon klug, ey. Die haben hier oben extra die Farben verdreht. Also press the green triangle. Fuck, ich dachte immer noch, dass es eingeblendet wird. Green triangle. Ich glaube, rote triangle. Sollten wir das genauer durchlesen? In der Tat. Kommen wir jetzt zu dem Idiotentest, der nicht als Idiot-Test Nummer 5 abgestempelt wird, sondern als Ultimate Idiot-Test. Also, press the green button to continue. Wir fangen mal relativ easy an. Very good. Press the yellow button to continue. Nun den orangenen Knopf drücken. Press the blue button. Jetzt wieder hier unten. Press the red button. Good job. You beat the first level rank, Idiot. Yes. I'm an idiot. In der Tat. Ich werde mich diesmal ein bisschen mehr konzentrieren. Also press the red, then blue. Also rot und dann blau. Press the smallest button to continue. Das ist der gelbe hier. That was easy. Press the largest button. Das ist der grüne. Press the green button twice, then the red. Grün, grün, rot. Gelb dreimal, orange zweimal. Also gelb, 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 orange, orange. Press the orange button three times quick. So, so. Wow. Alter, bei dem letzten musste ich mich gerade sehr doll anstrengen. Ich bin jetzt schon sehr dumm. Also wir klicken einfach weiter auf Continue. So you think you're smart, try this. Zweimal grün, also zwei grün, ein yellow, drei blau. Das kann ich mir jetzt nicht mehr merken. Ein paar Sekunden später. Also grün zweimal, yellow einmal und blau dreimal. Wow. Ich bin gar nicht mal so dumm. Das ist so die Hauptaussage dieses Videos. Ich realisiere, dass ich doch nicht so hart dumm bin. Also jetzt soll ich das Viereck zweimal anklicken, dann das Dreieck zweimal und dann den Kreis. Also 1, 2, 1, 2 und jetzt den Kreis. So what is this? A four-letter word, the letter H, miau. Digga. Es ist eigentlich der Buchstabe H. Die Sache ist aber, dass bei solchen Quizzes irgendwie immer alles ein bisschen awkward ist. Also ich klicke jetzt aber trotzdem mal auf die Letter H. Das hat geklappt. 8 plus 7 minus 2 sind 15, sind 13. That was lucky. Als nächstes haben wir 2 mal 16 plus 14 sind 60 minus 45, das sind 15. Press the circle square, then the triangle. Also Kreis, Viereck, Dreieck. Wow! Ich bin schon fast Durchschnitt. Jetzt soll ich das atomare Symbol für Kupfer darstellen. Also ich glaube, das ist Cu. Press the circle twice, square three times. Also warte, Kreis zwei, square three times. Eins, zwei, drei, eins. Wow. Alter, ich schlag mich gerade mega gut. Mathe bin ich eigentlich immer ganz gut. Also, 4 minus 3 sind 1. 2 mal 1 sind 2. 2 mal 7 sind 14. How about now? 3 mal 10 sind 30. Minus 13 sind 17. Awesome, ich bin Durchschnitt! Warum freue ich mich so über einen Durchschnitt? Rot, grün, gelb. Also rot, grün. Das ist nicht deren Ernst da unten. Klicke ich unten auf das Yellow-Ding drauf. That was tricky, try this. Rot, blau, orange, gelb. Rot, blau, orange, gelb, gelb. Bam. Ich bin kinda smart. Press the buttons in the following order. Rot, 2, blau, 1. Also rot, blau, gelb. Und 2, 1, 2. Rot, blau, gelb. Rot, blau, gelb. Wow. Alter Schwede, ich habe gerade das Gefühl, dass ich ja echt nicht so dumm bin. Ich würde dieses Video am liebsten schon längst beenden, weil es schon voll lang geht, aber das, ich darf halt noch nicht, weil ich immer noch drin bin. Das Dreieck zweimal anklicken, dann den Kreis dreimal und dann den blauen Square. Also blauer Square am Ende, Kreis dreimal. Drei Wochen später. Eins, zwei, drei und jetzt das hier. Amazing, ich bin klug. Ey. Ich bin gerade echt stolz auf mich. Blau, grün zweimal, orange, rot. Blau, grün zweimal, orange, rot. Das sind zwei, das sind sechs mal zwei sind zwölf, das sind 14. Remember this, press the smallest button twice to continue. Diese kleinen Wichser hier. Eins,
zwei. Oh! Hä? Ich bin raus! Ich weiß diesmal wirklich nicht, was ich falsch gemacht habe, ne? Aber Leute, ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich Rank Smart bin. Also so schlecht würde ich das jetzt nicht einstufen. Wie zu Beginn schon gesagt, gibt es nun mehrere neue Produkte, neu im Lukas-Shop. Ich würde mich freuen, wenn ihr da einfach mal vorbeischauen würdet. Und sonst würde ich an dieser Stelle auch das Video beenden, meine Damen und Herren. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich selber ein Like freuen. Und ihr findet jetzt hier einen Smiley eingeblendet. Wenn ihr da draufklickt, könnt ihr meinen Kanal kostenlos abonnieren. Da oben findet ihr auch schon, wie gerade schon erwähnt, meinen Shop eingeblendet, in dem heute die neuen Klamotten gelauncht sind. Und hier unten ist ein weiteres Video verlinkt. So go check this shit out. Und in den nächsten 6 Tagen kommen Vlogs.